Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns über jede Resonanz, die uns erreicht. So zum Beispiel: Hallo ihr Lieben vom Missionswerk, eben habe ich eure Sendung Hoffnung um 12 angehört. Sie ist für mich immer sehr wertvoll und heilsam. Gottes Wort ist wahr. Ja, und das stimmt. Und eine andere Person schreibt uns: Wir bedanken uns für die Gottesdienste, die in dieser Zeit von Covid uns stärken, dass wir mit euch verbunden sind und gesegnet sind. Und wir wünschen auch weiter Gottes Segen. Hoffnung um 12. Auch wir wollen dich heute, auch in der Adventszeit, ermutigen. Die Frage ist: Gott wurde Mensch, du auch? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gott wurde Mensch, und wir lesen in Johannes 1, Vers 14: Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Ja, das ist so wunderbar. Er kam in Bethlehem zur Welt und lebte über 30 Jahre hier auf dieser Erde. Er war greifbar, er war anfassbar, erreichbar. Er ist dann in den Himmel aufgefahren. Wir kennen auch die ganze Ostergeschichte. Und er ist immer noch greifbar. Er ist dir nah. Du sagst: Wie kann das sein? Er ist doch weg. Nein. Durch den Heiligen Geist lebt er in dir, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Er ist greifbar. Greife zu, er ist zum Anfassen, er ist erreichbar. Und was ich vorher schon sagte: Gott wurde Mensch, du auch. Wir sind so gern wie Gott. Wir regieren, wir beherrschen, wir dirigieren, wir sagen, wie es geht und so weiter. Und wollen eigentlich Gott irgendwo in ein Schema reinpressen, wo wir ihn gerne hätten. Lass Gott Gott sein. Und sei du Mensch. Und dann funktioniert alles. Und das ist so wunderbar. Gott ist wirklich der, den wir brauchen. Rede mit Gott. Er hört dir zu. Auch in dieser Zeit, wo du vielleicht einsam bist, wo du vielleicht Fragen hast, rede mit Gott. Wie du mit deinem Freund redest, rede mit ihm. Er hört zu. Danke, Herr, dass du jetzt auch wirklich gegenwärtig bist. Und auch in dieser Sendung, wo wirklich der Gegenwärtige bist, Herr, rede du zu jedem, Herr, durch all diese Anliegen, Zeugnisse und, Herr, durch einfach alles. Und danke, Herr, dass wir mit dir reden dürfen. Und danke, dass du Gebet erhörst. Und Herr, lass uns auch im Innersten fühlen, dass du unser Gebet gehört hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Gebetsanliegen haben uns wieder erreicht, unter anderem auch folgendes: Hallo ihr Lieben vom Missionswerk, betet für mich um Heilung meiner Herzrhythmusstörungen, die mich sehr einschränken. Gott kennt mein Herz. Mein Sohn und mein Schwiegersohn wurden arbeitslos wegen Corona. Betet mit mir um eine neue Arbeitsstelle für beide. Gott sei Dank, dass wir uns mit allem Gott anvertrauen können. Und das ist wahr, und das wollen wir jetzt tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst mit diesen Herzrhythmusstörungen. Und ich danke dir, dass dieses Herz wieder in den richtigen Rhythmus kommt, so wie du es geschaffen hast. Und wir danken dir, dass deine Heilungskraft jetzt durch dieses Herz fließt und dass du es stärkst und wiederherstellst, dass es ganz normal funktioniert. Danke, Jesus, dass diese Herzrhythmusstörungen aufhören. Und du weißt auch um den Sohn und Schwiegersohn, und ich danke dir, dass du auch eine Arbeitsstelle für sie hast. Danke, dass du auch ihr Versorger bist. Danke, dass du Türen auftust, wo sie momentan vielleicht keine sehen, aber du hast einen Platz für sie. Und ich danke dir, dass du für sie eine Arbeitsstelle hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für ihren Mann. Bitte betet für meinen Mann. Er leidet an Leberzirrhose mit Bauchwassersucht. Er ist ganz abgemagert und in einem schlechten Zustand. Danke für alle eure Gebete.
Jesus, und du kennst auch diesen Mann mit dieser Leberzirrhose. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist, der neue Organe geben kann. Und ich danke dir, dass diese Leber wieder in ihren völligen Zustand, normalen Zustand zurückkommt. Und ich danke dir, dass deine Heilungskraft größer ist als jede Leberzirrhose und auch jede Bauchwassersucht. Danke, Jesus, dass dieses Wasser auch abfließt, sich nicht mehr staut und dass dieser Körper wieder normal funktioniert. Danke, Jesus, dass du deine Hand darüber hast und dass du größer bist als jede Krankheit und alles, was nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns weiter dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns dieses Anliegen. Liebe Familie Müller, vor 4 Tagen wurde mir im Haar ein Fleck entfernt. Der Arzt denkt, es ist Krebs. Bitte beten Sie mit uns, dass alles wieder gut wird. Danke euch und unserem Vater im Himmel. Ich glaube, so geht es vielen. Man hat irgendwo ein Symptom oder irgendwie sieht man was und dann geht das Kopfkino. Das könnte Krebs sein, das könnte jenes sein. Man schaut sogar im Internet nach und boah, das sieht sogar so aus wie und das ganze Kopfkino geht. Und da möchte man jetzt dafür beten. Und danke, Herr, dass du jetzt, Herr, auch in dieser Sache und jedem, Herr, der richtig Angst hat, weil er meint, irgendwas zu haben, Herr, ich danke dir dafür. Lass uns nicht Dinge in Existenz sprechen, die gar nicht sind, wo der Feind uns nur irgendwelche Anzeichen geben möchte. Und schenk auch Weisheit jedem, Herr, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, auch zum Arzt zu gehen. Ich danke dir dafür und danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du der Heiler bist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du wirklich Wunder tust, Herr, und dass nicht das, was wir sehen, Wirklichkeit ist, sondern das, was du machst. Danke. Amen. Ja, Amen. Und hier schreibt uns jemand Folgendes. Ich bitte um Gebet für meine Mutter, bei der ein Knoten und Zysten in der Schilddrüse gefunden worden sind. Ich bitte um Gebet, dass alles vollkommen abheilen wird und meine Mutter noch ein langes und glückliches Leben führen darf. Vielen Dank. Danke, Herr. Genau, Herr, dass wie der Wunsch ist und der Glaube ist von der Tochter. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du dich dazu stellst und lass sie wirklich erleben, Herr, dass sie wirklich ein langes Leben haben darf, ein gesundes Leben. Herr, wir bitten dich, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der Heiler und dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns über ihre Erlebnisse mit Gott. Und da möchte ich euch einige vorlesen. Und ein Mann berichtet uns von seinen Erlebnissen. Hallo, ich habe euch vor längerer Zeit mal berichtet, dass wir ein neues Auto brauchen. Da ja unser jetziges Auto keinen TÜV mehr kriegt. Da kann ich jetzt berichten, dass Gott euer Gebet erhört hat. Wir bekommen am kommenden Donnerstag ein neues bzw. neuen guten Gebrauchten für nur 300 Euro. Hab auch schon eine erste Probefahrt machen können. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus so sehr. Und Gott sorgt doch für alles, wenn wir uns zu ihm wenden. Und per WhatsApp teilt uns jemand folgende Gebetserhörung mit. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Gebete. Ich habe paar Mal um ein Gebet für meinen Enkelsohn gebeten, der eine längere Zeit unter Zwangsstörungen litt. Als sie dieses Jahr in Hannover waren, bat ich sie wieder für meinen Enkelsohn zu beten und für seinen Chef, dass er Verständnis für seine Krankheit hat und ihn nicht kündigt. Mein Enkelsohn hat mit der Ausbildung erst im August angefangen und fehlte viel wegen seiner Krankheit. Danke für alle eure Gebete. Mit Freude teile ich euch mit, dass mein Enkelsohn geheilt ist. Er braucht keine Medikamente nehmen. Er fühlt sich sehr gut und frei. Und sein Chef ist ein sehr guter Arbeitgeber, hat viel Verständnis für ihn. Danke, Jesus. Du bist groß und mächtig. Und das stimmt. Und eine weitere Gebetserhörung. Heute Mittag kam mein Nachbar rüber und sagte, mein Nierenstein ist vorhin weggegangen. Ich habe es richtig gespürt. Durch den künstlichen Ausgang wurde er aufgefangen. Am Sonntag wurde für ihn gebetet. Ich bin immer noch sprachlos.
Ja, und manchmal greift Gott so schnell ein, dass wir sprachlos sind. Und noch eine ganz kurze Benachrichtigung. Der Fuß ist von Thrombose geheilt. Halleluja. Und da freut man sich doch. Das ist doch wunderbar, wie viel unterschiedliche Dinge jetzt Isolde vorgelesen hat. Und es ist so schön, von euch zu hören, was ihr erlebt. Lasst es uns wissen. Wir würden es gerne auch hier vorlesen, dass andere ermutigt werden, auch zu glauben. Ja, der Tipp des Tages heute für euch: Rede mit Gott, wie du mit einem Freund redest. Wir sind gerne in solchen Abläufen drin, wenn wir beten, und machen das so richtig förmlich, wie wir es vielleicht gelernt haben, wie es die Eltern schon gemacht haben. Rede einfach mal mit Gott ganz entspannt, wie du mit einem Freund redest, und erzähl ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Sag ihm auch, was dich freut, sag ihm, was bei dir klemmt. Rede mit ihm wie mit einem Freund. Und ich sag dir, wenn dir sonst niemand zuhört, er hört dir zu. Und das wirst du auch fühlen. Ja, das ist wahr. Er hört dir zu. Und wenn du Sorgen oder Nöte hast, dann schreib uns. Oder auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ich möchte dir heute zum Abschluss den Alltagsveränderer empfehlen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Wenn du uns noch nicht abonniert hast in YouTube, dann klick einfach oben auf die rote Fläche und abonnier uns. Dann bekommst du immer Nachricht, wenn wir was Neues für dich haben. Schön, dass du dabei warst, und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.